Und was ist so gut an diesem Bad? Na, das Meersalz. Es verbrennt das Fett und hilft gegen das, was uns verfallen lässt. Und was soll das sein? 40 plus. Hier wimmelt es von Bakterien. Weißt du, wie viele hier reingepinkelt haben? Ich darf gar nicht dran denken. Du bist paranoid. Kein Mensch pinkelt ins Schwimmbecken. Was ist das für ein Strahl? Das ist ja unangenehm. Was? Das ist nicht gut, das ist Absicht. Das gefällt mir nicht. Aber mir, so eine Unterwassermassage entspannt doch. Wie lange bist du schon nicht mehr gevögelt worden? Ach, hör auf, nicht schon wieder. Du weißt, meine Prioritäten sind nicht Typen und Sex. Für dich gibt's nur das. Nein, überhaupt nicht. Ich bin viel komplexer als das. Ich erzähl dir nämlich nicht alles. Ach so? Jetzt mal im Ernst. Nehmen wir mal alle Nächte, in denen du mit jemandem im Bett warst. Dann kommst du nicht mal auf ein Jahr, seit der Vater von Lulu weg ist. Nein, es ist ja nicht so, dass ich überhaupt keine Männer hatte. Aber verschwinden wenige. Du hast recht, das ist wirklich nicht normal. Ich würde so gern jemanden finden, um die echten Momente des Lebens zu teilen. Oh, verdammt, rede bloß nicht so ein Zeug, da möchte ich mich erschießen. Ich hab's satt, mich vom Wasser betatschen zu lassen. Ich mach seit 2 Wochen Talasse und hab nicht 1 Kilo abgenommen. Ich hab die Nase voll. Ich bleib noch auf ein kleines Pipi. Du bist eklig. Versprich mir, dass du nett zu ihm bist. Nein, siehst du schick aus. Ich wollte doch für das Abendessen und die offizielle Vorstellung nicht irgendwie hier erscheinen. Das hat echt klasse. Geht schon mal ins Wohnzimmer. Hallo? Was wollt ihr trinken? Ich weiß nicht. Dasselbe wie du? Ein Bier. Also, Paris. Gefällt's dir? Oh ja, ja. Ich bin schon oft hier gewesen, aber hier zu wohnen, das ist was anderes. Aufzuwachen und, danke, einzuschlafen und aufzuwachen mit dem Blick auf den Eiffelturm, das ist unglaublich. Mm. Das ist ausgefallen. Was sind das alles für Bilder auf dem Boden? Mein Sohn ist ein Künstler, hochbegabt. Ach, was du malst? Ich arbeite an einem neuen Konzept. Auto, Bio, grafisch. Gefällt's dir? Ja, gefällt mir. Nein, danke. Ja, ich finde, das gefällt mir. Besonders die Vögel da am Himmel. Wirklich sehr schön. Das sind nur Flecken. Ja. Ja. Vielleicht bin ich nicht objektiv, aber mein Sohn ist die Zukunft der Menschheit. Das für ein Strahl, das ist ja unangenehm. Wie lange bist du schon nicht mehr gefüllt worden? Ach, hör auf, nicht schon wieder. Hallo, Jungs. Hallo. Na, tut mir leid. Du solltest mit diesem Jean René ins Bett gehen. Zeit für den Hausputz. Lass die Spinnweben wegfegen. Ich schnapp heute Gérard, den Cretin da. Socken ins Adal. Das ist ja so abgetan. Egal, deine Oma hat gesagt, spießig fickt gut. Nein, dumm fickt gut. Wir sehen uns erst am Wochenende. Noch 3 Tage ohne Sex? Ich bin doch kein Tier. Lolo, was treibst du denn hier in meinem Bett? Eloi, mein Sohn. Jean-René, hallo. Jean-René? Echt krass, der neue von meiner Mutter. Aber gut, in ihrem Alter kann sie nicht mehr wählerisch sein. Wie findest du ihn? Ich mag seine Ohren. Weißt du, die erinnern mich an meinen Lieblingstrickfilm. Welcher? Dumbo. Oh, er ist nur geschmacklos gekleidet. Am besten wir gehen shoppen. Das juckt mich wirklich. Du kennst dich doch mit sexuell übertragbaren Krankheiten aus. Ja, das ist meine Spezialität. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Jean René! Was ist das? Wie kommst du darauf, dass ich an 2 20-jährigen langbeinigen Blondinen interessiert sein könnte? Ha! Hoppla! Es ist doch nicht meine Schuld, dass du nur irre hast. Wenn du endlich einen tollen Typen finden würdest, würde das dein beschissenes Leben ändern.